Wer werden denn eigentlich die Nutzer dieser 87 Wohnungen sein? Eher Anleger, eher die Jungen, eher die Alten? Sie haben doch schon eine erste Nachfrage. Was kommt da? Wer ist die beste Zielgruppe? Es wird gemischt sein. Es wird nicht nur jung und alt, es wird natürlich komplett die Jungen sein, die dort zum Ersteinsteiger sind. Wir haben ältere Leute, die dort wohnen wollen und ihr Häuschen in Langenau verkaufen wollen. Also sprich als Alterssitz das Ganze. Wir werden natürlich auch Anleger haben. Also es wird in dem Bereich querbeet gemischt sein, was auch gut ist von so einer Wohnanlage. Dann noch eine andere Frage. Ich habe gelegentlich gehört in Gesprächen mit Bürgern, dass hier angeblich Betonburgen entstehen, alles ohne Grün. Dabei heißt es doch Wohnen im Park. Simontalgraben, ist diese Angst, dass das hier alles ein bisschen kahlgeschoren wird, eher berechtigt? Nein, also Betonburgen werden es ganz sicher nicht. Wir bauen gar nicht mit Beton, wir bauen grundsätzlich mit nachhaltigen Ziegeln. Es wird sehr, sehr grün werden. Also das Wohnen im Park ist jetzt nicht nur für den Prospekt eine wunderschöne Überschrift, sondern wir haben dort vor, dass wir also wirklich durch den Landschaftsarchitekt das Ganze toll begrünen lassen. Die Fassaden werden begrünt, die Dächer werden begrünt. Es wird außenrum schöne Sitzmöglichkeiten geben. Also grün ist dort wirklich ein Thema. Was ist denn aus Ihrer jüngeren Sicht der Mehrwert für das Projekt? Also zum einen die kurzen Wege, gerade auch in die Innenstadt, also zum Rathaus oder zum Marktplatz. Das ist ja nicht nur für die Jüngeren wichtig, sondern auch für die ältere Generation, die vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist. Die offenen Wohnungen mit viel Licht und einfach auch Möglichkeit Blick nach draußen. Und der Nachhaltigkeitsaspekt, wie es gerade schon genannt wurde, der Ziegel, ein regionaler Ziegel, aber auch die ganze Architektur ist auf Nachhaltigkeit geprägt.